Da ist auf eine Laterne gerannt, verstehst? Weil er das Handy vorne dran hatte, bumm, hat es gemacht und hat ihn getroffen. Ja? Und schon bei den Kindern geht es so und das ist gar nicht so einfach. Es ist so raffiniert, was die da gemacht haben mit dem Handy, das merke ich selbst. Oder es läuft ja, gell? Es läuft ja. Und was da jetzt manchmal kommt, du kriegst es ja serviert wie ein Apfel, musst du reinbeißen, oder? Zack. Oh, ist ja auch noch interessant. So sind wir halt, weißt du? So Menschen, die einfach neugierig sind, ja? Die, oh, und der Teufel weiß, wie es uns anbietet. Gell? Und dann zieht er uns in diese Machenschaften hinein, bei den Jugendlichen, überall. Wer holt uns aus diesem Teufelskreis der Sünde dann raus? Wenn es in die Sexualität geht, dann hängst du nämlich dort drin, habe ich schon mal so angeredet gestern. Wenn dann nur noch Sex da oben drin ist. Oder wenn da jede Frau irgendwie siehst und das ist nur ein Sexobjekt. Weil halt irgendwas wirkt. Weil Geister der Unreinheit wirken. Die wir eingefangen haben. Die uns ständig das Zeug da oben reinpusten. Und wir das nur so sehen. Und da muss eine Reinigung geschehen, obendrin, im Bewusstsein, Unterbewusstsein, Regungen, Gefühle, Emotionen, Vorstellungskraft, Fantasiewelt, Erinnerungen, bis ins Nichtbewusstsein, es muss rausgezogen werden, was für ein Müll wir reingezogen haben, ganz besonders auch die Männer, aber auch die Frauen auch. Dass das da oben weggeht. Und wir nicht mehr auf diese Taste drücken, die so gefährlich ist. Deswegen heißt es in der Schrift, der Gewalttätige gegen sich, nicht gegen den anderen, reißt das Himmelreich an sich. Auch beim Fernsehen ist das, nicht nur beim Computer. Dann hängt man ständig in den Filmen rum, wo das Zeug eben läuft. Und dann lass die Frau schon mal irgendwo ins Bett gehen, weil du noch vorhast, irgendwas anzuschauen. Weil man süchtig ist. Weil eben die Geister das bewirken wollen und dich reinziehen, es wieder zu tun. Weil du verknechtet bist und versklavt bist, die Sünde wieder zu tun. Weil Sünde bringt Sünde hervor, Sklavenschaft, Abrichtung. Nicht mehr Freiheit, dass du die Liebe und die Wahrheit tust und das Gebot Gottes tust. Nein, du wirst abgerichtet. Du kannst nicht mehr anders. Dann hängst halt drin. Im PC, im Netflix, in den ganzen Filmen, ein Film nach dem anderen reingezogen. Und was ist da für ein Müll in den Seelen drin, meine Liebe? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Sogar bei den Kindern. Ja, da wird noch gerungen, dass das Tablet mir gehört. Ich bin süchtig. Oder das nächste ist auch Alkohol, versteht ihr? Kommst nicht mehr raus und bleibst einfach drin, spülst das ganze Mist einfach runter, immer und immer wieder mehr, aber du bekommst es nicht weg. Du musst es Jesus geben. Alkohol spült nur runter und zerstört die ganzen Familien. Und dann kommt Gewalt und Hass und die Türen fliegen und bis Vergewaltigungen im Suff und im Alkohol, was da passiert, das ist furchtbar. Es zerstört dermaßen, wenn das in den Generationen drin hängt und weitergegeben wird von Vater zum Sohn oder vom Vater zur Tochter, furchtbar. Oder Tablettensucht, genauso, dann muss halt so ein bisschen nachhelfen, dann reicht eben das Bier nicht mehr aus. Oder es kommen Drogen. Man beginnt so. Man will aus dieser Welt, die man nicht mehr erträgt, heraus in eine virtuelle Welt, in eine Scheinwelt. Dort geht es einem gut, weil die Wirklichkeit haltet man nicht mehr aus. Mit Jesus hältst du die Wirklichkeit aus. Mit Jesus. Und du hältst auch dich aus und den Nächsten aus. Und alles aus. Weil die Liebe kann alles überwinden. Also gehen wir den neuen Weg mit Christus und nicht im alten Trott. Das ist ein gutes Bild, gell? Nicht im alten Trott. Und
beginnen neu. Geh nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Nicht mehr der Zerbruch in den Beziehungen, in der Ehe. Was da für Verwundungen sein können, meine Lieben, das wisst ihr. Könnt ihr alles aufschreiben, das steht alles da. Was da für Verwundungen sein können. Enorm. Wenn eben kein gutes Wort mehr am anderen gelassen wird, wenn mit Schweigen bestraft wird, wenn dann Ehebruch gemacht wird, dann macht der andere auch noch Ehebruch, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kann alles sein, oft einmal, oder du wirst bestraft mit Liebesentzug. Kritisieren und nörgeln und beschimpfen, nur deine Fehler. Nur deine Fehler. Du hörst nicht mehr auf. Dabei haben wir Liebe versprochen, wie die Lieben ehren in guten wie in bösen Tagen. Und dabei geschieht genau das Gegenteilige. Die Ehe wird zur Hölle. Und man hat sich eingeschossen auf die Fehler des anderen. Und mir geht alles auf den Keks. Mir geht alles auf die Waffel, was da am anderen... Und du siehst da nur das Negative, nicht mehr das Positive. Da ist auch alles im Grunde in der Lüge. Ja? Und dann geht es auseinander. Auch durch die Schwiegermutter, oder? Wenn sie reinregiert, das haben wir schon mal gehabt. Ja? Eben, und jetzt kommt der Missbrauch, wenn dort Menschen auch missbraucht wurden, geistig, seelisch, aber auch körperlich. Da müssen wir um Vergebung bitten, gerade wenn es bei den Priestern passiert, aber auch in der Familie. Stopp! Die werden oft mal mundtot gemacht. Die Täter halten den Mund zu. Wenn du das sagst, du musst schweigen. Die schweigen jahrzehntelang. Deswegen ist das alles rausgekommen, wo sie gesagt haben, jetzt können sie sprechen. Das lag auf diesen Menschen drauf, dann haben sie gesprochen. Und das hat die Kirche furchtbar erwischt, die Priester auch erwischt. Aber der Herr hat die Reinigung im eigenen Haus begonnen. Aber weiter auch im Haus der Familien, der Gesellschaft. Weil es ist eine Pestplage, die in der ganzen Gesellschaft ist, dieser Missbrauch. In Deutschland 1 Million Delikte. Eine Million Delikte und dann muss der Mund zu sein. Versteht ihr? Das geht nicht. Dann ist die Träne da, gell? Dann ist der Schmerz da. Das dürfen wir Jesus hingeben. Und er heilt das, was ich da schon erlebt habe. Das ist gewaltig. Streckt euch aus, wenn das passiert ist. Auch nicht, dass unterdrückt wird und unterjocht wird und dann auf die Kosten des anderen gelebt wird. Schreibt es auf. Sag, hey, nein. Wenn dann alles kaputt ist, oder? Die Angst und die Sorgen loswerden. Also wir gehen jetzt da einfach weiter, gell? Ihr seht es, dass wir das loswerden und uns nicht verkriechen in dieser Angst und Furcht. Und sie uns nicht beherrscht, wo nicht alles düster wird und du nicht mehr draus siehst, wo das Böse manchmal so zuhaut, dann gerade in dieser Angst. Nein, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut, sagt die Mutter Teresa. Gott füllt es auf, habe ich schon mal gezeigt, gell? Auch bei den Kindern. Wenn sie einfach verreisen wollen, ich sage, ich will weg. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist so viel. Das Letzte ist noch, dass wir das anschauen. Der Stolz, also gell, Hochmut. Du siehst es, ihr könnt das alles nachprüfen jetzt da. Das ist das Letzte. Wo Hochmut da ist im Menschen. Und sich selbstständig selbst überschätzt, da ist ein König, gell? Er herrscht über die anderen. Und er sieht sich auch nicht mehr so, verstehst du? Er ist ein Kätzchen, aber sieht sich als Löwe. Er überschätzt sich selbst. Wie Petrus auch, gell? Herr, ich gehe mit dir in den Tod. Bin ein Löwe. Und dann hast du mal gesehen, da kommt eine Magd und dann war er noch weniger wie ein Kätzchen. Eitelkeit. Siehst nicht mehr die Not der anderen
und nur für dich. Du heimst alles für dich ein. Du hockst in der Habsucht auf dem Geld wie der Donald Duck. Das Bankkonto ist voll. Wie im Schwabenländle, schaffe, schaffe, Häusle bauen, gell? Man kommt nicht weg. Man ist so geizig und sagt, ich gebe nichts den Armen. Ich lasse nichts über den Tellerrand hinweg erwachsen. Es ist immer so ein Widerstand da. Steckt in manchen Bereichen, in manchen Gegenden brutal drin. Dabei ist so etwas Schönes, dass du auch für die sorgst, die es wirklich brauchen. Dann der Bereich der Wohllust, ihr kennt das, haben wir schon gesprochen. Wenn es nur dahingehend geht, dass man sich nur befriedigen will am anderen, der andere einfach ein Gebrauchsgegenstand wird. Oder der Zorn. Wenn es richtig raucht aus allen Öffnungen, oder? Und der Zorn kommt, du ausrastest, was man da kaputt macht. Na, dann geifert es raus. Aber in der Schrift heißt es, was der Mensch im Zorn tut, ist nicht recht vor Gott. Wenn dieser Hass rauskommt, lass den weg. Manchmal ist so ein Lächeln, ein unten drunter. Kommt dann das? Nein, lass das nicht unten drin. Gib es Jesus, die Faust. Alles, was da unten an Aggression, Wut und Zorn und Hass abgelagert ist. Manchmal kommt ein Mensch heraus, der ganz apathisch ist, der das unten drin stecken hat und nicht es loslässt. Die werden krank, apathisch. Das ist so zu. Da ist ein Groll und ein Wut drin und die Menschen können nicht mehr leben, weil das führt dich zum Tod. Esssucht, Völlerei, dann stopfst du es rein bis zum Anschlag. Ihr wisst es, manchmal eben ein Surrogat für nicht empfangene Liebe. Gell? Dann wird es reingestopft, gell? Aber bis zum Anschlag. Haben wir ja schon besprochen, oder? Ist auch wieder so die Eitelkeit oder der Neid, immer auf den anderen zu schauen. Schon bei den Kindern sieht man es, gell? Oh, da wird immer auf die andere Seite geschaut. Und da auch die Eifersucht. Legen wir das ab? Oder immer auf den anderen zu schauen, der ist immer besser. Du siehst nur das Bessere um dich herum und dir alles Schlechte. Du willst immer das andere haben, was der andere hat, oder bekommst es nicht und gehst immer. Und dann kommt noch die Bequemlichkeit. Versteht ihr? Die gerät auch manchmal aus den Formen, gell? Die Bequemlichkeit, gell? Das steht ja. Und dann kommt die Faulheit irgendwo so durch. Und das ist einfach nicht gut. Seht ihr? So haben wir es jetzt geschafft. Jetzt haben wir das durch. Gell? Geben wir alles Gott. Auch wo wir mal, das habe ich noch vergessen, wo mal nicht gefördert wurden, die Mangel an Liebe und Förderung, dass mal jemand zu dir nicht gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Oder du machst es gut, du kannst es. Oder die Liebe holt das Gute aus dem Menschen heraus. Die Talente im Ehegatten fördern und anerkennen und loben. Die Liebe liebt den anderen, weil er ist und nicht wie er ist. Oder was er leistet, wie schön er aussieht oder wie erfolgreich das er ist. Nein, er liebt, die Liebe liebt. Die Liebe baut den anderen auf. Gott baut uns auf. Eine Geschichte dazu. In Israel ist mal eine Frau mit. Und wir haben Lobpreis gemacht, hey. Aber hallo, richtig schön, das war bei den Wasserfällen am Davids Wasserfall, wo er hingegangen ist, wo er sich zurückgezogen hat mit seinen Mannen. Und da haben wir Lobpreis gemacht, das Wasser, das lebendige Wasser ist da runter. Und da war eine Frau auf der Seite gestanden. Voller Neid, voller Eifersucht. Hat sie auf uns geschaut, dass wir uns freuen können. So ein Gesicht. Es hat mich fast gerissen. Wir haben den Lobpreis gemacht. Die konnte es nicht annehmen. Die Freude kommt nicht hinein. Ja, voller Neid über uns, weil wir uns freuen konnten. Ja.
Ja, weil niemand vielleicht sich gefreut hat über sie. Da kommt es eben nicht rein. Manchmal musst du es rauswerfen, dir zeigen lassen, dass vielleicht Jesus zu dir sagt, du bist meine Freude. Habe ich mal erlebt beim Beichten. Sag's euch mal vom Pfarrer Fim, der muss auch arbeiten, der ist durch alles durchgegangen. Jesus schleust mich durch alles durch. War ich beim Beichten, habe ich genau gehört, jetzt im Vortrag, so zwischendurch, gerade einer weggegangen, wenn jetzt Jesus vor dir stehen würde und würde sagen zu dir, du bist meine Freude, kannst du es annehmen? Und ich war da gesessen, beim Beichten, ich kann es nicht annehmen. Ich habe gespürt in dem Moment, jetzt stimmt mit mir was nicht. Da musste ich auch was machen. Jesus sagt es zu dir, du bist meine Freude. Sagt, boah, ich doch nicht, such dir mal einen anderen aus. Dann stimmt es mit dir nicht. Du kannst es nicht mehr annehmen. Das hat mich getroffen. Und da musste ich etwas tun. Mittlerweile geht es immer besser, versteht ihr? Immer besser. Dass ich mich auch annehme und sage, Jesus freut sich über mich. Na, such dir einen anderen aus. Ich bin ja so, merkt ihr, da tun genau diese Worte, die du wieder bekommen hast, wieder wirken. Nein, das geht nicht. Das kann ja nicht sein. An mir muss ja ganz sicher was sein. Und dann suche ich so lange, bis ich wieder was habe. So, mit mir kannst du es vergessen. Und da soll sich Gott noch freuen über dieses Exemplar. Ha! Merkt ihr? Nehmt das ernst. Wenn er jetzt vor dir stehen würde und würde sagen, du bist meine Freude. Kannst du es annehmen? Das ist gar nicht so einfach, versteht ihr? Aber doch sollst du es. Du bist so eine Freude für ihn, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Dass er dich so liebt, dich glücklich machen will, dich heil machen will, dich neu machen will. Ja, ja, aber hallo, dann bist doch die Freude von ihm. Er will dir Freude schenken. Er will dir Liebe schenken. Und wie sehr blockiert der Mensch sich selbst. Nimmt sich da nicht an und lässt das nicht rein. Dann steht Jesus vor der Tür und klopft an und sagt, hey, ich will herein. Und du sagst, nein. Lass ihn herein. Dann wird er Wunder über Wunder in dir machen. Er wird dich heilen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lass ihn herein. Mehr braucht er nicht machen in diesen Tagen. Lass ihn herein. Überall. Das, was genannt wurde und was noch dir einfällt, irgendwo, was man vergessen hat, man kann nicht alles irgendwie so zusammenfassen. Ganz wichtig, lass ihn herein. Jesus, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank, dass du jetzt wirkst. Wir danken dir, dass du uns alles so gezeigt hast, dass es darauf ankommt, dass wir alles abgeben können. Dass wir wissen, wo unsere Wunden sind und was vielleicht noch verborgen ist, was vielleicht nicht genannt wurde. Du hast uns daran erinnert, im Heiligen Geist. Wir schreiben es auf, wir schenken es dir. Wir halten es nicht zurück. Du darfst kommen und wir reißen diese Tür weit auf für Christus, der schon im Begriff ist zu klopfen, aber wir freiwillig die Tür aufmachen, weil er hat keine Klinke außen. Das hast nur du innen. Und du entscheidest, ob du aufmachst. Und der Herr dich neu macht, dein Haus aufräumt, dein Haus schön macht und alle Moder und alles Zeug, was da drinnen ist, in deinem ganzen Leben aufräumt und neu macht und jede Wundestelle, jede Wunde berührt. Jesus, segne deine Kinder. Segne die auf der ganzen Welt, die diese Vorträge nicht hören. Auch wenn sie hören durch YouTube. Herr, berühre sie jetzt. Manchmal haben sie keinen Priester oder können nicht mehr weg und sind älter und wollen jetzt doch ihre Wunden dir schenken. Dann wirke, Herr. Du kannst alles. In einem Moment kann die Kraft in diese Wunden, in dieses Verwundetsein hineinkommen.
Und all dem, was kaputt ist, wo die Herzen zerbrochen sind und wo die Wunden schmerzen, eine Kraft, die ausgeht von dir, die alles heilt. Beginne, Herr, und deine Kinder schenken dir schon, egal wo sie zuhören. Du machst es gut und du darfst es. Und wir geben dir die Erlaubnis, an jeder Wunde zu arbeiten, dass du sie alle heilst und uns neu machst und eine Kraft ausgehen lässt, die alles im Menschen heilt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.